Wer besetzt Spitzenpositionen in Wirtschaft, Wissenschaft, Politik? Menschen aus einfachen Verhältnissen eher nicht. Woran liegt das? In seinem Essay »Die Leute gucken schon« für den Berliner Tagesspiegel beleuchtet Autor Thomas Wochnick das Phänomen Klassismus. Es ist ein riesiger Komplex. Klassismus ist in der Wissenschaft seit den 70ern ein alter Hut. Es wird sehr viel publiziert, sehr viel geforscht. Thomas Wochnick beschäftigt sich seit längerem mit dem Thema. Mir war es ein Anliegen, nicht eine bloße Meinung dazu kundzutun, sondern ein Fenster in diesen unfassbar großen und komplizierten Diskurs zu öffnen. Sein Text fokussiert auf die sozialen Schranken, die viele Menschen am Aufstieg hindern. Das Perfide? Diese Schranken müssen immer gerade genug Leute durchlassen, im Grunde, damit Kritiker sagen können, es gibt doch Chancengleichheit. Doch ist sie Fiktion, sagt Wochnick, sagt die Wissenschaft. Was macht klassistische Diskriminierung aus? Und das ist ja eines der Kernprobleme im Klassismus, dass er unsichtbar ist, weil die Leute nicht drüber reden. Denn Scham begleitet diese Lebenswege. Die Scham, irgendwo aufzufliegen als nicht dazugehörig. Die Scham davor, erkannt zu werden als etwas, was man vermeintlich ist. So viele Reaktionen wie nie erhält Thomas Wochnick auf diesen Text. Was mir nahe ging, waren Stimmen, die gesagt haben, ich habe das auch erlebt und hatte bis heute überhaupt keine Worte dafür.